Willkommen zurück zu einer neuen kinderfreundlichen Folge durch Fall Guys mit einem Mann, der heute nur nette Dinge aus seinem Mund pressen will, Snily. Hallo Kinder! Sehr gut, Snily. Denk an die Werbung. Ich denke. Denk an das Geld. Kriege ich denn davon etwas ab? Nun, also ich verdiene damit 40 Cent, wenn Werbung drauf ist. Ich kaufe dir, keine Ahnung, so eine Maus. Kennst du diese Maus? Diese Süßigkeiten-Mäuschen? Die weißen das Mäuschen? War's? Diese weißen Süßigkeiten-Mäuschen, ja, kennst du die? Klar, so eine kaufe ich dir. Die so eine kriegst du. Die nicht Mehlmäuse oder? Mehlmäuse, Milchmäuse vielleicht, aber Mehlmäuse? Nee, Mehlwürmer waren das, tut mir leid. Ja, das kriegst du nicht, sowas essen wir hier nicht. Das ist kompliziert, Mann, das ist kompliziert. Ja. Aber viele Proteine haben sie. Das glaube ich dir sofort. Ich kaufe dir also. Guck mal, gegessen. wenn ich hier so eine Milchmaus kaufe, ne? Ja. Da ist ja auch schon locker. 10 Cent weg. Ne? Also es ist schon eine Menge Geld, die du da von mir bekommst. Na, trotzdem, ich hätte gerne so eine saure Zunge. Die liebe ich. Erster! Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir waren alle relativ gleich drin. Vielleicht bin ich Erster, vielleicht nicht. Mal sehen, ob ich überhaupt noch reinkomme. Echt jetzt? Ja, weil ich bin ganz am Anfang gefallen. Och, bei nö, dem Sprung auf dieses. Bist ja, du drin? Ich bin reingekommen. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ich bin beste 20%. In diese kleine Gap gefallen. Die zwischen dem Ball-Ding da. Also weißt, bist du wieder zwischen Schlitz und Ball irgendwie so dazwischen gerutscht. Das ist doch der typische Move, oder? Ja, natürlich, wenn klar. Wenn du es immer einschmierst mit Gleitmittel. Alter, Snily, was haben wir eben gesagt? Denk an deine Milchmaus. Okay, tut mir leid. Mit Spucke? Nein, die ist nicht. Nein. Nein, die ist ganz frisch. Eine ganz frische Milchmaus, wo noch niemand den Geschmack rausgeleckt hat. Weißt du, gehört nur dir. Wirklich? Nur mir? Nur dir, ja. Du musst sie auch nicht mit deinen Brüdern und Schwestern teilen. Snily frei? Snily nicht frei, aber Snily Milchmaus. Ich möchte aber eine Socke haben. Ja, du kriegst auch noch eine Socke. Wirklich? Aber nur eine gebrauchte. Aber das heißt doch nicht, ich bin frei, ist dir klar, ne? Hast du nicht Harry Potter gesehen? Ja, Alter, immer mit deinem Harry Potter. Das ist das Einzige, was du gesehen hast im Leben. Hey, Harry Potter war cool. Harry ist Potter cool. Ist Snilys Leben. Er verkleidet sich auch immer als Harry an Halloween. Heroin. Du sagst, du hast mich am liebsten mit der Brille. Sehe ich aus wie eine Sekretärin. Alter, wie viele hier schon rausfallen. Alter, ich laufe den normalen Weg. Hier prügeln sich die Leute viel zu sehr. Es ist zu heftig, ja. Alter, nice Abkürzung, Kies. Ab und zu geht die Abkürzung sogar besser als die untere, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat weniger Risiko. Bist du raus? Nein. Der Ball hat mich gerade fast rausgeworfen. Wow, ich bin schon über den fiesen Schiebern. Der Kraxler, Alter. Snilys Nemesis. Ja, ich bin hier gerade schon wieder runtergefallen. Weil ich in der Luft von irgendeinem Dulli weggeworfen wurde. Und dann musst du noch hier über die Würstchen gehen, ne? Das ist das Schwierigste überhaupt für Snily. Hey, hey! Die Limo-Dose wollte mich tackeln. Eiskalt. Du kannst hier auf den Hammer springen. Und dann kannst du halt auch abkürzen. Snily? Snily, denk an deine Socke. Hupe, tut mir leid. Dieser nette Typ. Dieser liebe Mann, der mich eben gerade in den Dreck gespuckt und geschlupst hat. Ja, genau, der. Ey, hier. Ich dachte, du wirst nicht einmal verkacken, sonst bin ich raus. Ja, du musst einfach nur mittig bleiben. Einfach nur mittig bleiben. Oh, ich hab's geschafft. Oh, mein Gott, ich hab's geschafft. Oh nein! Oh, dieser Drecks. Was? Ja, alles gut. Hey, der wollte mich noch holen. Hier ist wieder so ein Boxer. Hätte mich beinahe rausgekickt. Die Boxer sind sowieso die asozial. Mittlerweile ist schon. Auf den Kopf gefallen. Mittlerweile schon. Wo ist Snily denn? Ich bin hier. Ich hab's ganz langsam gemacht und geschmeidig. Ey, jetzt mach hier nicht einen auf Hektik, ne? Oh, Snily. Ganz langsam. Ganz langsam. Achte auf den Schatten, Snily. Achte auf den Schatten. Geh rein, geh einfach rein. Das sind Assis hier vorne. Das sind Assis, die da rumstehen. Ja, das sind Assis. Aber die haben mich nicht bekommen. Das ist die Hauptsache. Boah, beste 20% habe ich sogar noch bekommen. Alter, ich bin froh, dass ich da überhaupt irgendwie ans Ziel gekommen bin. Aber jetzt kommt okay, 11 Leute. Ja, definitiv. Ja, es ist immer Kraxeln und Spitzen. Aber dann ist es ein 6-Leute-Finale. Das ist cool. Aber 10 Spitzen wird doch mal richtig widerlich. Mhm. Oder wir kommen jetzt direkt ins Finale. 11 Leute, Bergspitze. Ja, haben wir schon erlebt. 10 Spitzen. Hä? Oh, Finale. Okay. Ich gehe direkt auf lila. Auf blau. Ja, ich komme mit. Dann machen wir direkt die Mitte weg bei blau.
Ja, wir zerlegen alles da unten. Obwohl, ist es schlau, auf lila zu gehen? Nein, wir bleiben bei blau. Ja, obwohl, weißt du, ich gehe lila. Ich gehe lila. Ja, ist eigentlich schlauer. Es ist so viel schlauer. Ich bin auch auf lila. Der eine ist schon runter. Den einen habe ich schon runtergefetzt. Gelb. Der macht gelb schon kaputt. Ja, wir müssen am Rand bleiben. Okay, jetzt mach lila langsam. Ab jetzt mach's langsam. Aber die Ente macht nicht langsam. Die Ente macht nicht langsam. Da ist noch eine Ente, da ist noch eine Ente. Bleib hier. Dass du auf gelb. Oh nein! Oh, ich bin noch auf lila. Ich bin noch auf lila. Boah, aber da unten ist so viel zerlegt. Oh, ich bin auf blau. Ich bin auch auf blau. Bro, ich bin auf lila, ich bin auf gelb. Alter, ich bin auf lila. Ey, nein, ich komme nicht auf die Beine, ich bin auch auf gelb. Was geht hier schon wieder? Shit, Mann. Die spielen alle sehr aggressiv und machen sehr viel kaputt. Ich glaube, das kommt schon, das wird schon Zeit sowieso, ist sowieso nur noch ein Durchgerenne. Es ist nur noch ein Durchgerenne, also wirklich auf Zeit spielen kannst du auf gar nicht mehr. Alter, okay, ich bin auf blau. Letzte blau. Einer ich bin ist auch auf schon blau. Raus. Oi, Alter. Oi, oi. Alter, das Mammut. Wie es mich zerstört. No way. Oh, wie dreckig. Oh, das Mammut ist jetzt bei mir. Ah. Logisch gesehen, das war's für mich. Das war's für ja, für mich auch, weil die Ente jetzt mir hier alles wegnimmt. Alter, da ist einer noch oben auf lila. Oh, nee, nee. Kein, ey, die waren zu krass. Die haben alles zerlegt. Alter, der von lila ist selber direkt runtergefallen. Oh mein also Gott, der Eierdude gewinnt das anscheinend, oder? Nee. Nein. Nee. Nein, es der ist andere. Boah, die haben zu aggressiv zerstört. Ich konnte nur einmal ein bisschen Zeit schinden. Da lief es auch ganz gut, aber dann habe ich gesehen, ey, die mähen alles weg. Ey, das gepunktet sieht bei ihm ganz geil aus. Ja, geht so. Nee. Na, weil er oben auf der Stirn dieses Stirnband hat und da war diese Abgrenzung, wo fast keine Punkte mehr waren. Das war cool. Oh, ich könnte jetzt ein Säbelzahntiger werden, wenn ich will. Willst du ein Säbelzahntiger werden, du Tiger, du? Na, du bist doch ein Säbelzahntiger. Nicht? Warte mal, ich brauche mal ein anderes Gesicht, oder? Ja, das brauchst du auf jeden Fall. Ach, Schnulli, du kleiner dummer Mann. Hä? Das hast du doch gesagt. Ich hab dir zugestimmt. Ich bin heute ein bisschen Tiger unterwegs. Ja, warte, ich will auch mal ganz kurz was ändern an mir. Der sieht eigentlich ganz nice aus. Warte, ich muss ihn mir gleich angucken. Doch, ich finde, der hat was, der gefällt mir ganz gut. Ja, ja. Der Bart wäre geil, wenn man den Bart noch extra haben könnte. Also ich mag das, was du obenrum hast, diese Farbe, sieht aus wie ein T-Shirt. Ja, das ist ziemlich nice. Heißt es vielleicht auch T-Shirt? Es heißt, glaube ich, T-Shirt, ja. Ja, das passt. Ich habe auch noch Unterhemd. Ich habe, glaube ich, noch Unterhemd und Hose. Alter, krass. Ja, also ich bin einer von ziemlich, diesen Frauen, ja, die ja einfach Bodypaint diese genau, laufen. Diese Frauen, die du nie anfassen darfst, aber immer aus der Ferne siehst, wenn du aus deinem Kellerloch guckst. Genau die. Lass mich doch, ja, wenn du mir mal einen Schlüssel geben würdest oder das Fenster ein bisschen offen lassen, weil ich bin ja schon abgedürrt. Ich passe durch das Gitter durch. Wie viel wiegst du? 110 Kilo? Das ist deine abgedürrte Variante? Ich wieg 3 Kilo noch. Okay, du bist also ein noch Stock. Ein Stock mit Lippen. Kilo. Und 2 Kilo davon sind schon vergeben. An den Lippen, okay. Er ist eigentlich nur ein Stock mit Lippen. Ja, ja, an den Lippen. An den. Oh, Torhunger. Ich glaube, die lieben die Torspiele in letzter Zeit. Ey, Torspiele kommen dauernd. Ich bin froh, wenn nicht das andere Torspiel kommt, weil da ist ja wirklich. Da kannst du so Pech haben. Hier ist ja noch ein bisschen was in der Hand. Ja, hier ist. Das ist wenigstens nicht ganz so schwer. Aber das andere, da ey. Ja nur eine Tür, wo du und da ist ein Hacker. Das Alter, war's schon geil wieder. Vor allen Dingen, du siehst es halt immer schon bei den Torspielen am Anfang. Da sind die Hacker. Warum gibt's denn keine Folge mehr ohne Hacker? Das nervt mittlerweile so hart. Jetzt haben halt alle Hacks. Nun, jetzt musst du dir vorstellen, 60 Leute sehen, wie der Typ hacken. Davon installieren sich 2 Leute wieder ein Hack. Ja. Der kann das, ich kann das auch. Aber so dadurch ist das Spiel halt sehr krebserregend geworden. Ja, das stimmt, das stimmt. Alter! Weil der Hacker ist natürlich dann immer instant sofort drin. Leute haben gemeint, es gibt eine Meldefunktion. Es gibt eine Meldefunktion. Und angeblich hat mir einer geschrieben, würde der Hacker auch nur eine Runde spielen können und dann wird er automatisch gesperrt. Das glaube ich nicht.
Ich auch nicht, ich glaub's auch nicht. Weil die Hacker, die hier hacken, die hacken irgendwie so, als hätten sie schon 1000 Mal gehackt. In diesen Spielen. Irgendwie schon, ja. Das sieht nicht so aus, als ob die das gerade das erste Mal machen. Okay, wer war der Hacker? Ich weiß es nicht. Und wo ist die Meldefunktion? Irgendwo im Spiel bei Menü oder so versteckt. Muss man dann Start drücken, wenn man auf dem Spieler drauf ist? Und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich seine Zahl sich merken. Na. Also da war Fortnite echt gut. Da unten stand einfach Spieler melden und das war's. Ja, ich meine, jetzt haben wir nur noch eine Chance zu gewinnen, wenn ein Teamspiel kommt. Aber in letzter Zeit werden Teamspiele immer seltener. Weißt du, was auch selten geworden ist? Hindernislauf. Das stimmt, nicht Kreise, ja. Sondern einfach nur Hindernislauf. War das nicht irgendein Boxer, der gehackt hat? Ja, der Boxer hier drüben. Der da, der hier durch die Gegend fetzt. Ich sehe ihn gerade nicht. Aber ich werde ihn so oder so noch sehen. Hö, du siehst nicht seine Nummer. Er ist unter den Walzen. Ich glaube, er ist rausgeflogen. Unter den Walzen? Ja, er ist rausgeflogen. Wirklich jetzt? Ja. Ah, nee, hier oben fliegt er jetzt wieder. Ah, Mist. Der hat einen Respawn-Hack. Ja, keine Ahnung, was er eben gemacht hat. Eben war er unter den Walzen. So einfach genial. So. Sowas ruiniert Spiele halt einfach. Für alle. Ja, schon, aber das wollen die halt. Guck, er steht jetzt hier neben. Wo ist er? Eben gerade ist er irgendwo wieder vorbeigezischt. Es ist auf jeden Fall der Boxer. Mit den goldenen Handschuhen. Wirft der Leute raus oder wieso sind schon 14 raus? Keine Ahnung. Ey, vorhin hatte ich einen Hacker drin. Bei Wippen, der hat die Wippe einfach hochgedrückt. Der ist dagegen gelaufen, die Wippe kam nicht mehr runter. Und keiner ging mehr durch. Und das sind halt alle nach und nach rausgegangen aus dem Spiel. Weil du konntest ja nicht mehr ins Ziel kommen. Ja, ja, der hat einfach die Wippe hochgeschoben. Der Hacker, da ist es. 1364, Fall Guy 1364. 1364, ich suche ihn gerade. Ich habe ihn nicht gefunden. Ja, das ist der Boxer mit den goldenen Handschuhen. Ja, der ist einfach dahin, hat dann so die Wippe schön hochgemacht und wir standen halt alle da und konnten halt nichts machen, weil er die Wippe blockiert hat. Der ist einfach dagegen geflogen. Und da sind halt nach und nach alle Leute raus und dann war halt vorbei, hat er direkt gewonnen. Ja, das ist doch asozial. Das ist doch asozial. Spiel doch das Spiel einfach, Mann. Dafür hast du es doch gekauft. Weil auf PC hast du es gekauft. Ja, aber so ist es eben. Das hat er halt gemacht. Ja, hier der Boxer. Der steht rechts. Rechts, warte, ich suche ihn. Weißer Boxer mit ja, genau, drei mit Orange. Leuten auf einer Etage. Genau. Lass mich mal sehen. Was ist, wenn ich ihn festhalte? Fliege ich dann mit ihm weg? Alter, gute Frage. Alter, so ein Hund. Aber hey, guck mal, jetzt habe ich 3 Runden heute gespielt und in 2 Runden hatte ich Hacker. Das ist eklig. Das ist traurig, ja, es ist traurig. Das Spiel hat sich echt verändert. Mann. Das ist wirklich traurig. Wir wissen halt nicht, ob es auch so Mini-Hacker gibt. So soft, ja. Ja, ja, so Leute, weil ich hatte schon Situationen, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass er einfach 10% schneller läuft. Das reicht. Wir sind beide gerade gelaufen bei Turmspitz. Wir sind beide nicht gestolpert, nicht gewackelt, nichts. Wirklich nichts. Und er war einfach schneller. Ich konnte ihn nicht einholen. Das war unmöglich. Traube. Stehe ich drauf. Ja, stehst du drauf. Alter. Woo. Geh ich mal lieber hier drauf. Und der Hacker, wo fliegt der rum? Ach, keine Ahnung, irgendwo über uns. Der Arsch, Mann, der Arsch. Echt uncool. Coole, uncoole Aktion. Okay, hier bei mir ist Banane, Orange. Hier ist auch eine Banane, da ist eine Kirsche. Das ist entweder... Melone. Es ist die Traube. Es wird die Traube. Na! Hierhin. Pfirsich. Wow, 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 wow. Oh mein Gott. Hey, was war das gerade? Da hatte ich ganz richtig Angst. Aber wir können eh nicht gewinnen. Wenn kein Teamspiel kommt und der rausfliegt, können wir nicht gewinnen. Ja, ich hoffe, es kommt jetzt ein Teamspiel. In deiner letzten Folge, die du hochgeladen hast, war auch ein Hacker, ne? Ja, wie gesagt, mittlerweile sind dauernd Hacker. Ich habe vor 3 Runden gespielt mit der hier und hatte 2-mal einen Hacker. Da siehst du, wie hoch die Quote geworden ist. Ja, und das Wachstum ist halt riesig von den Hackern. Es geht halt so schnell, weil es ein beliebtes Spiel. Okay, hier, andererseits, er kann einfach vorfliegen und uns ab bald schon jetzt stoppen, wenn er wollte. Theoretisch. Naja, könnte er theoretisch machen. Das würde er wahrscheinlich sogar machen. Also ich würde es machen, sage ich ganz ehrlich. Hoffentlich sind wir nicht in seinem Team und kommen weiter. Oder wenn wir in seinem Team... Wir müssen ihn irgendwann mal greifen und festhalten. Ich muss aber auch wissen, in welchem Team er ist. Welches Team Keine geht Ahnung. Potenziell zu schnell nach vorne. Hier sind alle relativ gleich schnell. Ja, er kann trotzdem anscheinend nicht härter schubsen. Er ist halt nur... Er kann nur fliegen.
Okay, das ist dann unsere Chance, um den rauszuwerfen. Die Frage ist halt, in welchem Team ist er? Alter. Da hinten hat versucht, der Hotdog auf unsere Seite hochzufliegen. Ich lauf mal jetzt nach vorne, ne? Schubs, 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 schubs. Da warten schon zwei. Ja, roll, 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 roll. Weiter. Fragen. Wir müssen halt das Team mit dem Hacker rausbringen. Das ist. Alter, der eine rote Dude hält den Ball alleine auf. Wahnsinn. Schieb den roten Typen. Okay, wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind durch. Keine Ahnung, wo der Hacker ist. Ja, da, bei Rot ist der Hacker. Na, hoffentlich. Komm schon, Blau, let's go. Bei Rot ist der Hacker. Der ist geflogen. Blau muss gewinnen. Alter, bitte, Blau, bitte. Ja, der rote aus. Bastard. Guck mal, wie der da rumfliegt. Ja, ist halt mies. Aber du kannst nichts 1, machen. 1-3-6-8 ist das. Ja, 1-3-6-8. 6-4. Oder 6-4. 1-3-6-4. Komm schon. Obwohl, es sieht gut aus. Komm schon. Komm schon. Alter, los. Der Fliegende ist echt mies. Das, ey, das ist so mies. Guck dir das an. Guck dir das an. Komm schon, Blau. Oh, es gibt es nicht. Ja, wie der auch ja, da klar, oben über den. Der konnte ja das. Davor. Ja, der konnte das am Rand halten. Weil da kann ja normalerweise niemand mehr stehen. Alter, ist das mies. Ja, Mann. Das war unsere Chance zu gewinnen, aber jetzt ist wahrscheinlich Finale. Wahrscheinlich wollen die kein Spiel mehr. Ah, ich weiß nicht. Ja, komm, wenn selbst wenn jetzt 10 Spitzen kommen, der ist durch. Fall Guy 1364. Leute, ihr könnt ihn melden. Wenn es eine Meldefunktion gibt, meldet ihn. Meldet ihn. Ich sag's dir, jetzt machen wir jeden Tag eine Folge. Ah, ja, er hat, ohne Scheiß, er hat gewonnen. Ey, das ist so frustrierend. Oh, ist das kacke. Ist das kacke. Er hebt jetzt gleich ab und dann geht er vielleicht nach unten und zerstört alles. Ja, ich bleibe jetzt einfach hier auf diesem ersten gelben Feld. Ne? Oder ne? Anscheinend nicht. What? Wow. Ja, der ist wahrscheinlich so einer, der unten alles immer kaputt macht. Ja, wahrscheinlich. Ey, ich komme gerade wieder nicht auf die Beine. Ja, der Pirat versucht hier alles ganz langsam zu machen. Am Anfang lohnt sich das noch nicht. Na, kommt drauf an. Oder? Ich probiere es jetzt auch mal wieder Pirat, weil... Ja, der Hacker macht hier schon alles kaputt bei mir auf der Etage eben gerade. Da muss er ja nur mal rübergleiten und die Dinger berühren und die gehen halt kaputt, ne? Ja, ja, klar. So, ich habe den Piraten hier mal alles weggenommen. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel... Das wäre jetzt so eine Phase, wo man wieder ein bisschen... Low machen könnte. Oh ne, da unten ist alles zerstört. Ich bin raus. Ich bin raus. Dieser Bastard. Ohne Scheiß, das Spiel geht kaputt. Das Spiel geht hart kaputt. Also es ist echt mittlerweile ein Problem. Ja, kannst ist das ein vergessen? Problem. Der noch gleitet da einfach über die letzte Plattform. Die letzte ist gar nicht mehr richtig existent. Ja, ich sehe es ja. Weil sonst wäre ich eigentlich... Oh nein. Eigentlich so an sich wäre ich ganz gut dabei. Wenn man Escape drückt, kann man nur zurück zum Hauptmenü machen. Man oh, guck mal, er sabotiert sogar. Er hält mich fest, Alter, was ein Typ. Er kam zu mir, hat mich festgehalten, hat mich runtergestoßen. Ja, ist ja im Endeffekt egal, weil er wird so oder so gewinnen. Alter, ist das ekelhaft. Das ist oder? So ekelhaft. Oh, nee. Wirklich, es ist unglaublich ekelhaft geworden. Mhm. Ja, es ruiniert das Spiel. Leute, es ruiniert das Spiel. Weil nur noch Hacker da sind. Ja, noch. Es ist wirklich, es ist mittlerweile ist es gefühlt in jeder zweiten Lobby ein Hacker drin. Alter, Hacker-Lobbys, ich hasse es. Okay, ich wo kann man es. Jemanden melden? Warte mal, Kundendienst, vielleicht da. Naja, Leute, ich werde mal gucken, ihr habt den Namen gesehen, meldet ihn. Und wir hoffen mal, dass wir mal wieder hier ein paar vernünftige Runden kommen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und... Ciao, ciao. Tschüss.